Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge der Oslosberg. Ja, wir sind mal wieder da. Ganz kurz vorneweg, bevor wir überhaupt irgendwas tun. Wir werden in dem Video und in den nächsten Videos, ich weiß nicht in die nächsten wie viele Videos, keine Ahnung. Es kommt darauf an, wie aktiv was kommt. Eigentlich sollte es aber die nächsten ja, ein, zwei Wochen zumindest auf jeden Fall eigentlich aktiv was kommen, weil ich jetzt Zeit habe. Allerdings werden wir da jetzt da in die Videos weder mit Headtracking noch mit Lenkrad spielen. Headtracking aus dem Grund nicht, weil ohne Lenkrad macht Headtracking meiner Meinung nach keinen Sinn. Nicht, oder ja, gibt nicht viel Sinn, wenn man mit der Tastatur fährt und dann hat man noch Headtracking. Außerdem ist auch ein wenig eingeschränkt. Und zweitens, ja, wir spielen ja ohne Lenkrad. Nicht weil irgendwas ist, sondern ganz einfach, weil ich nicht wirklich mit den Pedale fahren kann. Ich habe am Montag einen Unfall gehabt. Ja, bin jetzt da dementsprechend daheim, deswegen habe ich jetzt da Zeit. Eigentlich hätte am Dienstag schon ein Video kommen sollen, allerdings habe ich es da irgendwie noch nicht zusammengebracht, da ich mich her sitze und aufnehme. Ja, heute am Donnerstag kommt schon ein Video und jetzt auch erstmal doch wieder mit dem alten Upload-Plan weitergehen mit 4 Videos in der Woche. Zumindest die und auf jeden Fall meine nächste Woche. Und dann schauen wir mal, war ja nicht wieder zum Arbeiten anfangen und ja, wann es dann auch wieder normal wird mit Lenkrad und so und generell alles, mal schauen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt da in die Videos nicht damit das da tue, weil das mit den Pedale, es geht nicht so ganz. Keine Sorge nicht, für mir geht es grundsätzlich gut. Hat nicht, aber eigentlich hübsche Glück gehabt. Ja, hat hauptsächlich Fürst erwischt und tut mir das Kreuz und ist ja auch noch gescheit weh. Das ist erst im Nachhinein gekommen. Ja, ist eigentlich ganz gut ausgegangen. Allerdings, ja, wie gesagt, dann jetzt ohne Pedale, weil das geht gerade momentan ganz schön schwer. Generell das ganze Gehen und ist nicht so, deswegen, ja, auch ohne Pedale. Genau, wir haben letztens aufgehört, da haben wir ja, das hat vorher hergerichtet für Zuckerrohr. Ich habe dann das letzte, also das zweite Feld auch noch gemacht für Zuckerrohr. Und dann ist ein Weder dahergekommen. Aber anders. Also, ja, ich habe nicht noch geschaut, wie ich am Hof zurückgekommen bin. Während dem Zurückfahren hat es Regen schon angefangen. Ich habe dann nicht noch geschaut, da ich Hoflader an den kleinen Schandier und alles ein unter das Dach bringe. Den nehmen wir im Nachhinein fällt mir, darf ich jetzt vielleicht Heckscheiben dazu machen sollen. Weil da die Tiere nicht zubringen, aber naja, das hilft dir eh nicht. Ja, ich gescheites Wetter kennen wir ja nicht noch geschaut, alles was irgendwie unter das Dach geht, da ist reinbringen. Hoflader da hinten und da ist sie noch einer. Aber nicht noch schnell gar keiner. Wie gesagt, das ist wirklich brutal das Wetter. Es hat auch gescheit gehagelt. Ich möchte dann noch mal meine Flächen einmal anschauen. Ich meine, dass die Flächen relativ gut geht. Ich war nämlich noch ein Wetter gestern noch auch bei der Flächen da vorne. Es hat dann eh nach 2 Stunden oder was wieder aufgehört gehabt. Da vorne in den Ort war ich auch. Das hat noch relativ gut ausgeschaut. Also glaube ich, dass die anderen Flächen auch nicht so schlecht geht, aber die möchte ich mir nachher mal anschauen. Und wir müssen dann nachher, mal schauen, wie wir da überhaupt dazu kommen. Wir müssen nämlich dann nachher da dazu zur Sämaschine. Wir müssen probieren, wie wir da jetzt, wie es funktioniert mit Einzelkorn und da können wir gar nicht gescheit rundherum. Ach, das ist so eingestellt und wir brauchen noch mehr Platz. Müssen wir da vorne reinschauen. Rechnen wir dann, oder wir müssen nicht dann die Sammaschine freiräumen. Können wir drüben gleich mal in den Boden bringen. Ah. Ja, aber wieder so ist es so eng da. Da. Da, genau, da steht's. Das ist natürlich blöd. Und ich mache, dass sie das dadurch gar nicht ausgegangen hat. Da habe ich mir nämlich gedacht, wir müssen ob das nicht eh gescheiter war, wenn wir da nicht der Flug aussehen dann probieren, dass wir mit dem Hoflader reinkommen, mit einer Kindistrom nehmen, ausstellen, dann mit einer Kindistrom dann nehmen und aussehen dann. Mal zu größten Druck müssen wir einen Drescher aussehen dann. Und einen Schwader natürlich dann. Aber wenn man da freiräumen, weil da müssen wir dann mehr ganze Reihe ausräumen, da einen Ladewagen weiter vier bringen. Dann müssen die da vier, außerdem steht da Schrotmüll vorne. Die kriegen wir gar nicht so einfach entwickeln.
Diese im Boden eine Board. Ah, da kriegen wir es auf jeden Fall nicht raus. Müssen wir da ausrammen. Gut, müssen wir da nachher da ausrammen. Ja, wir müssen nicht dann nachher dann noch so gut holen. Die sperren wir sehen wir auf. Ich habe mir auch gleich wieder recht bald so sehen wir miteinander was angemeldet. Wir müssen nicht allerdings die Kombi einmal anhängen. Ja, na stimmt, wir schauen mal in die Halle. Müssen wir die Kombi gleich anhängen. Fluganhänger, den einmal weg, da. Den können wir gleich mal anfangen, dass wir da hinten ausrammen und dann nachher müssen wir so gut holen. Dann nehmen wir das Messer gut auch gleich mit. Und ja, da sagen wir mal kurze Timelapse, wie gesagt, jetzt mit der Statue. Und ja, dann bis dort. So, jetzt haben wir wieder da. Ja, jetzt habe ich mir aber gedacht, mit einem Drescher einfach raus. Weil jetzt haben wir schon das Tuch. Wenn man das drum kriegt, man wahrscheinlich leicht nur so raus. Wobei das Tuch recht weit rum steht, Schneidwerk. Aber das drum dann, bevor wir da irgendwo hängen bleiben oder was, haben wir lieber einen Drescher raus. Allerdings, noch kurz was außerhalb von der Story, mir ist gerade aufgefallen. Ich darf halt noch einen Mod mit einer nehmen, und zwar realistische Kaminenansicht, in der Zeit, wo wir mit, ohne Headtracking unterwegs sind. Wo ich nämlich damals einfach einmal mit rausgenommen, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. Und den einen Mod da vom Modellecher Realismen, dann Gearbox, darf ich auch mit rausnehmen, weil da der verursacht ja, dass der Traktor weggerollt. Und da ist sie oder anrollt, halt, wenn der Gang drin ist. Und ja, das tut auch nicht, das ist auch nicht so schön, wenn man mit das da durchspült. Ist auch nicht hoffen, dass er die Kisten angeht da. Ach, hier das. Schloss waren wir gleich rein. Ja, konnten wir schon direkt nachfahren. Ja, so weit haben wir noch nicht ganz. Aber es dauert ja gar nicht mehr so lang. Genau, dann ja, fahren wir einfach hier mit der Palettengabel mit einer Kien. Oder wer weiß, ob wir überhaupt einen Keyen brauchen. Fahren wir da irgendwo rein bei den Raumen. Drehen sie das drum einfach mal um. Dann können wir es eben im Traktor annehmen. Oder wir fahren da vorne bei den Raumen mit den Gabeln rein. Weil da sind wir schon, ja gut, da können wir nirgends bei den Raumen, das können wir nirgendwo reinfahren. Da braucht man vielleicht so ein oder Candy, was wir da einhängen und dann so umziehen. Oder irgendwie so. Genau. Ja, dann geht's ans Zuckerrohrbahn und danach einmal ins Mais, aber wie gesagt, Maisacker müssen wir zuerst noch vorbereiten. Ich hoffe jetzt dann auch überhaupt, dass wir auf die Flächen raus können, also dass schon Drucker genug ist. Weil ich möchte heute am Vormittag gleich Zuckerrohr in den Boden bringen. Aber ich tue jetzt dann nochmal einen Drescher noch raus, richte da noch alles her, hänge die Samen schon nochmal an, schauen wir überhaupt einmal die Samen schon an. Und weil ich mir die Samen schon angeschaut habe, ob die funktioniert, dann schaue ich auf die Flächen raus, ob wir da eh schon drauf können dann. Und ja, dann sehen wir es eh, sonst müssen wir noch ein wenig warten, aber wir können ja dann einen Drescher und alles wieder rein da, dass die unter dem Dach ist und nicht die Samen schon draußen lassen. Sonst müssen wir es halt nachher woanders hinstellen, ist ja auch wurscht. Gut, woanders ist zwar wieder relativ, haben wir dann einen Platz dafür, aber ja, komm der auf. Ich würde sagen, für meinen Drescher raus, dann nehme ich euch noch gleich mit, bevor wir wieder Timelapse machen. Gehen wir mal vorsichtig Schneidwerker.
So. Geht schon wieder hier. Vorher gibt's aber gleich Checkers. So, wo stellen wir das große drum mit nochmal hier? Stellen wir einfach einmal da vier. Lassen wir Schneider wieder nieder. Das hat keiner gesehen. Ja, lassen wir Schneider wieder nieder. Und stellen wir wieder ab. So. Wah. Der verbraucht am bloß einen Hof. Ich glaube, so steht er gar nicht so deppert, weil da kann ich auch nichts zu, oder wegen den Kisten, die dürfen wir auch mal wegräumen. So, nicht dort. Nein, schon hier braucht man nicht, braucht man zuerst einen Hoflader. Davon da die sagen, machen wir nochmal Timelapse. Das kommt jetzt allerdings. Oder vielleicht machen wir auch kein Timelapse nicht, weil. Knicklader fahren mit Tastatur ist nicht so lustig und nicht so schön. Ich seh das eh schon. Davon, damit ich jetzt da irgendwie was aus der Halle aus. Naja. Mal schauen, ob wir Timelapse machen, ansonsten bis später. So, da sind wir wieder da. Ja, ich wollte den jetzt einmal schon gleich ausspielen. Aber ich schau gerade, ob das überhaupt, weil mir also eigentlich komisch vorkommt, dass der so durchgebiegt da. Aber ich meine, dass das doch schon so gehört. Wo haben so Federn herum? Oder? Federn? Nein. Ach, Blödsinn, das sind Antriebskähne. Irgendwie so Federn ausgeschaut. Man denkt vielleicht irgendwie, dass. In der Mitte, weil die haben ja da in der Mitte montiert. Konnte man theoretisch im Abstand auch verschieben. Da müssen wir dann eh noch schauen. Weil die konnten wir da in Abstand verschieben entlang dem Gestänge. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht ist das eine Federung, aber nein, das ist ein Antriebskern. So hat das komisch ausgeschaut. Von der Seite sieht man eh, das ist ein Antriebskern. Man denkt vielleicht irgendwie so eine Federn, falls irgendwas im Boden ist oder was, aber nein. Ein Antriebskern. Naja, lassen wir es einmal nieder. Mal schauen, das gehört also. Schmier ist noch auf jeden Fall noch ab. Beziehungsweise konnten wir das. Nein, komm. Schmieren wir es noch gleich an. Schmieren wir es noch gleich an und dann. Und dann. Oh, ich muss zurück, gut. Genau. Dürfen wir da dann nicht irgendwo Fettpress finden? Da finden wir ja gar nichts in der Werkstatt. Die dürfen wir auch mit zusammenräumen und umräumen, wenn wir aber naja. Naja, da ist sie. Gut, ich würde sagen, schmiert das drum immer gleich an und dann sehen wir uns. Nachher gleich wieder. Genau. Bis später. So, geschmiert ist das und wir werden nicht umfahren. Survivor. Und wir haben das etwas so ausgemacht. Ich glaube, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie viel wir so gut jetzt brauchen. Habe jetzt gefragt, ob es vielleicht irgendwie Paletten her könnten und oder irgendwelche oder Sacke, oder es bleibt ja gleich. Und dann nehmen wir einfach einmal. Ja, so sind wir schon voll und falls ich noch mehr brauche, ich noch mehr und dann rechnen wir jetzt einen Schluss ab und sie haben jetzt einfach ein paar Paletten ausgestellt. Sollte ich mir halt einmal zusammen schon anfühlen. Und ja, dann halt so oft, was noch, wenn wir es brauchen und dann so einen Schluss rechnen wir ihm ab. Und so tun wir beim Mais auch. Und ja, das passt ganz gut. Wir müssen halt schon die sowieso noch um, weil wir müssen noch tanken. Es ist ja hübsch im. Roten Bereich und. Halt die Rufschatzeilen nicht mehr, dass da durchfahren. Geht's am ersten für die Story. Bitte jetzt einen entschuldigen, nicht gerade auf der Straße, da wenge das. Hilft nicht. Mal schauen, ja. Genau, eigentlich wollte ich noch was anderes auch noch ansprechen. Aber ich würde sagen, das tun wir dann, wenn wir Vögel draußen haben. So, und ich mache.
Das ist überhaupt das ja oder so. Steht da einer. Ich weiß halt auch nicht, was für Sack und was ist. Aber wir brauchen ja sowieso zuerst einmal Tankstühle. Wo ich auch einige. Ja, dann sagen wir, sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir wieder da. Ja, dank dies. Frecher, dass das fast der Diesel kostet. Das ist ja. Nein. Naja, gut. Und Zuckerraum, Zuckerraum hat eine Karte. Die kleinen Tanks. Wird gut aufgefüllt da. Ja, oben hätten wir theoretisch noch die Funktion, dass wir sogar kleinen Dünger mit reinhauen. Aber das tun wir halt nicht. Brauchen wir halt nicht unbedingt, was drin haben wir halt. Na doch. Komm, schauen wir einen Dünger. Na, das tun wir nicht. Wir haben halt ja schon nichts geschraubt. Da fahren wir dann nachher nochmal drauf oder was. War ja nicht. Ich weiß ja noch überhaupt nicht, ob das jetzt wirklich so hier hat. Ich meine, ich habe mir das erste Mal angeschaut, das Armerschein. Hätte jetzt nicht so schlecht ausgeschaut. Fahren wir da hinten runter. Hätte nicht so schlecht ausgeschaut, aber trotzdem, man weiß es ja nicht, wie es dann doch nur ist oder was. Deswegen lassen wir es jetzt gehen mit dem Dünger. Vielleicht probieren wir das beim Mais aus, ich weiß es nicht. Mal schauen. Jo. Da ist irgendwo mal raus da. Und überlegt, ne, müssen wir auf der Hauptstraße eigentlich fast drauf fahren. Müssen wir, ja, müssen wir eigentlich auf der Hauptstraße drauf fahren. Hab gerade überlegen müssen, wir zum Feld drauf kommen. Im Normalfall, ja, da fahren wir über die Hauptstraße rauf und dann haben wir schon oben. Würde ich da sagen, wir machen einmal kurz den Heimlauf, dann rauf fahren und von schauen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, dann, wenn alles so funktioniert, dann habe ich noch eine Kleinigkeit zum Reden auch, aber schauen wir zuerst, ob es hier hat. Genau, bis dort. So, jetzt haben wir wieder da. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Also zumindest so das haben wir schon hier. Ich hab da geschaut, ob überall Gerndl im Boden drin haben, in jeder Reihe. Auch ein paar unterschiedliche Stellen geschaut. Ja, das schaut wirklich ganz gut aus. Das Problem ist allerdings, dass der Boden doch noch ein wenig genässer ist, als wie gedacht. Ich war ja zuerst noch draußen gleich nachher abschmieren. Zumindest auf zwei Acker. Da hat es eigentlich ganz gut ausgeschaut. Ich habe mir aber die Acker da herum nicht angeschaut. Hab mir nur die Drahtfüll angeschaut und hat da ein wenig am Boden geschaut. Gesagt, weiß man nicht, so ein Os4 kämen. Da können sie mit da wahrscheinlich hübschen Os4. Da tut sich nämlich so ein Teil gescheit schwer mit der Sammaschine noch ein paar Stühlen halt nicht da. Ja, da ist gerade wieder auch wieder so ein nässere Stuhl dabei. Ich bin aber vorhin auch schon kennt. Also ja, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht noch eine Stunde, zwei oder was warten sollen. Man wollte schnell wieder sowieso nicht fahren, aber ja, das Problem ist halt, wenn er sich die ganze Zeit einschaltet, das ist nicht so gut. Aber ich würde sagen, jetzt probieren wir es einmal gleich ein wenig weiter. Vielleicht funktioniert es auch ganz gut. Ansonsten müssen wir halt noch gleich warten. Wenn wir einfach nur zwei, drei Bahnen, wenn es nicht besser wird, dann ja, lassen wir es sein und fahren nachher da erst wieder raus sein. Im Mittag oder was dann, oder Nachmittag erst. Ich möchte auf jeden Fall heute drüben den Boden bringen. Aber das wird sich schon ausgehen. Jo. Da sollte ja eigentlich Skifahren da. Leider. Sieht man jemand mal. Gut, ja, ich wollte eigentlich noch was anderes ansprechen. Und zwar
Wir haben ja letztens eben gesagt, dass es wahrscheinlich weniger Videos geben werden, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Und ja gut, das ändert sich vielleicht jetzt für 2 Wochen wieder, weil jetzt noch Zeit hat dazu. Aber, oder vielleicht für ein bisschen länger, je nachdem, aber ja, ist irgendwann ja wieder in Arbeit. Das ist fix. Dann ist sie und dann habe ich auch wieder genauso viel nebenbei zu tun, da ist sie. Sobald ich wieder einigermaßen gehen kann. Und ja. Dann ist wieder das gleiche. Und das Problem ist, bei der Stappenbach damals, auch wenn ich mit der Map, das habe ich eben jemals gesagt, nie wirklich zufrieden war. Ich hätte ja gerne über nur mal angefangen gehabt und alles noch neu gemacht gehabt. Schlossberg ist, sage ich mal, auf einem Stand, wo ich sagen kann, ja, da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Was noch abgeht, ist, ja, KI-Verkehr geht noch ab. Zuerst gerade, wenn wir die Hauptstraße aufgefahren haben, habt ihr einen kleinen Fehler gesehen, da haben ein paar Hügel drin in der Straße. Das geht ja so, wie ich sehe, eine Kleinigkeit gerade nochmal nur behoben, aber mir fällt gerade eigentlich einmal so auf, dass wir eigentlich zuerst Vorgewende machen sollen. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. So, gerade mal. Irgendwie wollte er so auf das, ob safe funktioniert und so, wir sollen jetzt erst Vorgewände machen, sonst kriegen wir nachher nichts mehr rein im Boden. Das war gescheit. Der darf dir eigentlich überhaupt nicht vergessen, weil wir müssen auf deinen Hof mit unseren anderen Sammaschinen auch zuerst Vorgewende machen. Wenn wir normal Draht oder irgendwas anbauen, haben wir ja auch keine Kreislinge nicht vorne dran oder nichts. Wir müssen ja egal mit was wir fahren, zuerst Vorgewende machen. Eigentlich soll ich auf das nicht vergessen. Naja. Aber das sind noch nicht spottet, haben wir halt zweimal reingefahren. Das geht schon noch. Machen wir zuerst einmal das Vorgewende. Das habe ich irgendwie ganz vergessen gehabt. Naja, gut. Aber zurück zu einem anderen Thema, was ich eigentlich sagen wollte. Außer für das Story. Starten wir war es so, wenn ich mit dem Mapper nicht zufrieden war. Was ich da jetzt, wie gesagt, eben eigentlich schauen will, bis auf 2-3 Kleinigkeiten. Jetzt starten wir halt einfach das Problem gehabt mit der Deko-Full-Edge und alles. So hat halt einfach so langweilig und fad ist ausgeschaut, weil es das gleiche war und so. Ich muss ja sagen, da habe ich meine Idee, mir das ganz gut hingebracht. Dass so ist recht abwechslungsreich ist, meine. Auch von den Bäumen her, wo sie überall stehen und so, waren natürlich nur drum mehr gegangen, aber ja. Hilft ja nicht. Für mich passt es halt. Und ich habe eigentlich auf dem App und auf den Fuhrpark und auf den Hof echt Bock, aber irgendwie, ja, ist die Motivation, dass ich mir jetzt noch da arbeite, wie ich im letzten schon mal gesagt habe, wenn ich dann im Rost arbeite, heimkommen und dann da heim los tun, dann ist 10:11 oder was, wie wir im letzten Mal gesagt haben, dann freut es mich halt selten, dass ich mich noch her sitze und aufnehme. Das war aber bei der Stappenbach früher nicht ganz so. Bei der Stappenbach war nicht mehr die Chance. Wie was tut er denn? Ich fahr halt einfach nicht mehr drüber. Das ist ja. Gott, ey. Fahr doch einfach gerade. Ist ja nicht. Bei der Stappenbach war das. Nicht so, weil bei Stappenbach haben wir dann zum Teil wirklich um 11 oder halb 12, 12 schon einmal hingesetzt und habe noch einmal ein Video aufgenommen. Und bis da ich dann fertig war, war es halb 3, 3 in der Früh. Und dann habe ich es noch aufgeladen auch noch und alles und dann war es gleich einmal gern halb 4 oder was und dann, ja, hat das trotzdem noch passt. Und ich habe das Video trotzdem noch aufgenommen und das nicht, weil ich mir gedacht habe, das muss jetzt nicht aus 1 kommen, sondern weil ich die Motivation noch drauf gehabt habe, dass ich mir jetzt eigentlich noch hinsitze und noch ein Video mache. Und die Motivation geht mir aber da trotzdem irgendwie ein wenig ab, dass ich mir dann doch noch hersitze und noch ein Video mache. Anders wie bei der Stappenbach, obwohl ich da eigentlich auf die Map nicht wirklich Lust gehabt habe. Also schau grundsätzlich auf die Map, aber halt ja, so wie es war, nicht ganz. Und ja, das ist eigentlich, ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Aber das ist mir jetzt letztens eigentlich erst einmal aufgefallen. Also bei der Stappenbach eigentlich, weil da haben wir jedes, da ist jedes Video über so gekommen, wie es gekommen ist. Da hat es nie Ausfälle gegeben. Außer zum Schluss zu wie dann. Aber da hat es bis Folge 100 eigentlich, oder bis kurz vor 100 hat es keinen einzigen Ausfall gegeben. Ich glaube bis 96, 94, 95, 96, sowas. Also, ja, da ist es über dahingegangen, wie es dahingehen sollen. Und das ist eben da jetzt überhaupt nicht so, weil es war 2 Wochen Pause drin und wir haben nicht mal für Folge 10. Da war schon wieder 2 Tage Pause drin und alles. So, wir lassen das da jetzt gut sein, das hat noch keinen Sinn nicht. Wir müssen da fahren wir nachher nochmal raus. Das ist noch hübsch sinnlos oder so.
Das muss gut sein. Hoffen wir, dass der Boden noch ein wenig auftrickert, die scheint jetzt an. Ja gut, 12 Grad, aber die dürfen schon ein wenig auftrickern noch, weil so wird es noch keinen Sinn nicht. Fahren wir mal heim. Ja, genau, und da ist die Motivation, da geht man trotzdem da irgendwie ab, obwohl ich da eigentlich auf die Map ab okay, und auf alles andere auch. Und ja, ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ja doch da eher die Aufrufe wenn die jetzt weniger sind, weil Sommer ist, weil im Sommer generell weniger geschaut wird. Könnte man doch irgendwie feststellen, dass das doch ein wenig, ja, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, das ist halt mehr Motivation, wenn man sieht. Man, das Video schauen sie jetzt 2.000-3.000 Leute an, im Vergleich zu das Video schauen sie jetzt 1.000 Leute an. Wenn man weiß, dass wenn man das gleiche Video im Winter aufgeladen hat, wahrscheinlich das Video eben wirklich 2.000-3.000 Leute sehen würden. Oder halt zumindest so die Aufrufe her, wie viel sie es dann wirklich anschauen und so, das ist sowieso wieder was ganz anderes, aber zumindest, ja, wie viele Leute drauf klicken und wie viel, zumindest der Teil, wo sie anschauen, viel schauen sie ja doch wenigstens ein paar Minuten an, ich meine, komplett anschauen, ja gut, wobei, ich habe letztens einmal in Statistiken reingeschaut, da sieht man das, wie viele Leute sich die Videos komplett anschauen oder bis was für eine Zeit halt schauen. Da haben tatsächlich bei mir doch einige dabei, die was sehr wirklich ist, vollständig Video anschauen, ohne dass sie irgendwie durchskippen oder was. Was mir auch sehr gefreut. Aber das ist natürlich im Winter eigentlich dann doch mehr, weil da haben dann mehr Leute Zeit zum Anschauen und alles. Und rennen sie einfach auf YouTube. Das liegt auch irgendwo ein wenig an YouTube, dass im Sommer einfach nicht so rennt, wie es rennt, weil, wie gesagt, ja, YouTube auch einfach die Videos nicht so also vorschlägt und alles, weil, ja. Oder einfach weniger Leute dafür da haben, die was schauen. Und ja, das ist schon irgendwo vielleicht noch so ein Motivationsfaktor, sage ich einmal. Aber man weiß, wie gesagt, das gleiche Video schaut im Winter jetzt vielleicht doppelt so viel. Aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, was da noch abgeht. Irgendwas geht doch noch ab, dass ich sage, jetzt dass, ja, die Motivation wirklich komplett da. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Ich hoffe, dass sie das mit der Zeit noch gibt. Ich möchte jetzt auf jeden Fall auch schauen, durch das, dass wir jetzt zumindest einmal ein paar Videos aktiv kommen. Vielleicht, dass wir, wenn wir mal starten, machen, waren wir sehr, sehr schnell über 10 natürlich. Da hingegangen in einem Ding, da habe ich auch die ersten 10 Videos mal auf 3 Tage aufgenommen oder was. Weil ich gar nicht aufhören wollte zum Spielen. Es war da am Anfang auch so gewesen, wie ich da. Also, naja, hören wir da auf, wurscht. Wie da am Anfang angefangen habe, also ich sehr recht hoch einrichte und die Pföhl anbauen, das erste Mal oder das halt einmal mal zumindest das was da ist. Das war einfach irgendwie, da habe ich so viel Motivation gehabt, da wollte ich gar nicht aufhören. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie mit auch nicht am Anfang oder hat da das irgendwie ein gegeben. Wie gesagt, hoffentlich kommt das wieder. Und dann nochmal Richtung Ernte oder was gehen wir ja da wahrscheinlich doch jetzt recht bald, weil ja, wir da im Frühjahr angefangen haben, im neuen Stadtmarkt, damals haben wir im Herbst angefangen. Also sind wir natürlich da jetzt früher bei der Ernten und auch beim ersten Schnitt. Und man halt feststellen, dass dann, wenn es dann einmal richtig losgeht mit sicheren Arbeiten, Motivation wieder kommt. Aber naja, kommt eh noch auf. Ich wollte nicht dann irgendwie wenig gesagt haben, gleich. Wie gesagt, bei der Stadtmarkt damals auch nicht da dann mitten in der Nacht aufgenommen habe. Da habe ich halt einfach die Motivation dazu gehabt und sonst hätte ich auch nicht aufgenommen, weil sitzt mir nicht hier an den Videos auf, wenn es mir nicht gefreut so, das will ich nicht machen, das ist auch nichts. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie das da weitergeht. Weil jetzt habe ich auch mit der Motivation da her sitzen und aufnehmen oder halt Lust drauf, dass ich spiele. Auch wenn es mit der Statue ist, aber ja, hilft ja nicht. Und ja, mal schauen, wie das die nächste Zeit noch wird. Wie gesagt, der Hof und so, der hat mir. Den habe ich schon richtig Lust, denn jetzt war schon dir und so, wollte ich schon wieder einen Hof machen. Aber ja, komm den auf, wie es wird. Dann zeigen wir ihn noch weiter. Ja, genau. Straßenlinie zum Beispiel gegen Dwarf ab. Zuerst bei dem Map war, aber es sind alles so Kleinigkeiten, stören mir jetzt dann nicht einmal so viel, muss ich sagen. Und wie gesagt, ist das, dass das mein Download nichts wird. Ist ja wurscht. Genau. Wenn man da zum Beispiel auch gerade so auffällt, was wir da haben, ist so ein richtiger Waldrand. Da haben so richtig Streicher und ist beim Waldrand und nicht einfach, wie es bei vielen Maps ist, dass die Foliage im Wald und die Bodendeckung dann im Wald haben.
Dann scheinen ein paar Bäume und dann ist er relativ offen von der Seite rein. Da ist es richtig mit Streichern alles, dass man im Waldboden auch vorher raus nicht ganz so sieht. Finde ja auch um einiges schöner als auf manchen anderen Maps. Deswegen, wie gesagt, bei der Map konnte man halt nicht sagen, es liegt an der Map, dass die Motivation vielleicht nicht so da ist. Bleiben wir einfach nur stehen. Sondern ich weiß einfach nicht, wie so da die Motivation doch eher nicht so da ist, dass ich jetzt mich um irgendwelche Uhrzeiten da her sitze und aufnehme. Keine Ahnung. Aber naja, da ist sagen, da mal ordentlich lang geredet. Ich glaube, dass das Video schon fast lang genug ist, weil in dem Video haben wir viel geredet und wenig Timelapse das eigentlich fast gehabt. Dann hoffen wir, dass wir nächstes Mal abbauen können, dass das nächste Mal dann hier hat. Ja, also so halt dann in ein paar Stunden. Vielleicht dann im nächsten Video. Gut, ja, dann würde ich sagen. War's das mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat Spaß gemacht. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Servus, pfiat euch.